Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, tja, was soll man dazu sagen? Ich hätte gar nicht gedacht, dass nochmal so richtig schön Schwung in die Bude kommt bei dem Antrag. Denn Herr Kollege Kohlmeier hat ja im Grunde recht. Im Kern und ins ganz Schlichte übersetzt lautet der Antrag, der Senat wird aufgefordert, endlich seine Arbeit zu machen. Und da kann man ja eigentlich auch nicht anders, als dem Ganzen zuzustimmen. Lieber Kollege Kohlmeier, das kann man ja natürlich dann auch als eine Missbilligung interpretieren. Und das wäre ein bisschen weniger als das, was Sie vorhin hier gemacht haben. Nämlich letztlich eine Aufforderung an den regierenden Bürgermeister zu richten, den Justizsenator sofort zu entlassen. Das war Ihre Rede. Die Debatte zur Funkzellenabfrage ist nun bald so alt wie die Legislaturperiode. Der Kollege Lauer hat vorhin mit dem Jahr 2014 angefangen. Naja, im Antrag und der Antragsbegründung wird auf den 7. März 2013 Bezug genommen. Und wenn man sich den Beschluss vom 7. März 2013 nochmal anschaut, da steht es auch drin. Und unter den Rechtspolitikerinnen und Rechtspolitikern war wohl kaum eines der Themen so intensiv behandelt wie dieses. Ich kann mich an Runden, wo wir mit der Staatsanwaltschaft zusammengesessen haben, erinnern, wo lang und breit erörtert wurde, was technisch geht, was technisch nicht geht und so weiter. Und das ist alles schon so lange her, dass ich tatsächlich noch mal in die Gesprächsnotizen gucken musste. Teil der Gesprächsnotizen war aber, also sowas ist durchaus denkbar, wir können ja mal ein Modellprojekt machen. Insofern ist es richtig, dass bis zum heutigen Tag nicht nur nichts passiert ist, sondern wohl auch nichts mehr passieren wird von Seiten des Public Relations Senators Heilmann. Das müssen wir wohl festhalten. Und der Habitus des Ganzen ist eher der, na, ich habe nur 4 Jahre nichts gemacht, da fange ich doch jetzt nicht mehr damit an. Das überlasse ich dann lieber den penetranten Leuten von SPD bis Linke. Ich bin hier sowieso bald weg. Witzig ist, dass das alles in einem Kontext kommt mit einer aktuellen Stunde, in der der Kollege Melzer heute Morgen Märchen erzählt hat, zitiere nochmal, im Gegensatz zur Opposition setzen wir auf schnelle Entscheidungen. In der Smart City Stadt, wo man sich mit Modellprojekten und Lösungen so gut auskennt. Ja, warum hat denn der Kollege Heilmann, der sich ja auch immer sozusagen so sonnt darin, auf Du und Du zu sein mit jedem Chip, nicht einfach mal den Kontakt gesucht und mal versucht, hier kurzfristig mal die Startups mit einzubeziehen oder irgendwas, die große Kreativität, von der Sie hier immer tönen. Wo ist denn die da auf einmal? Meine Damen und Herren, ist ja auch nicht so, dass der Senator Heilmann sich damit von anderen Mitgliedern des Senats, und da meine ich jetzt nicht nur die mit CDU-Parteibuch, abheben würde. Pikant ist, dass uns gerade frisch mit einer Mitteilung zur Kenntnisnahme, Datum 14.04. Mitgeteilt wurde, ohne Anhang, kann ja mal passieren, beziehungsweise bei dem Thema sind die Fauxpas so häufig, dass man kaum noch an Zufälle glauben mag. Da hat ja eigentlich bisher gar nichts reibungslos geklappt, auch mit der Berichterstattung gegenüber dem Parlament nicht. Aber mit dem Hinweis, befindet sich anhaltend in der Entwicklungsphase, wann ist nicht absehbar, rechtliche und technische Anforderungen müssen unter Berücksichtigung datenschutz- und haushaltsrechtlicher Aspekte eingehend geprüft werden. Ja, Kollege Lauer, da haben Sie völlig recht, das ist die Erklärung der Arbeitsverweigerung und die Beerdigung erster Klasse eines Beschlusses, der hier über alle Fraktionen hinweg beschlossen worden ist. Meine Damen und Herren, da muss man jetzt noch 3 Aspekte mit in Rechnung stellen. Der eine ist, warum wir heute überhaupt so ein Theater erleben, wie wir es gerade erleben, hat damit zu tun, dass es hier mal den Koalitionspartner erwischt hat. Wir als Opposition sind es ja gar nicht anders gewöhnt. Wir kennen das. Wir haben das regelmäßig auszustehen, aber wir können uns da nicht hier vorne hinstellen und unsere menschliche und politische Enttäuschung zum Ausdruck bringen und ein bisschen rumjammern. Es hilft uns auch nicht. Aber Sie wissen natürlich, Kollege Kohlmeier, völlig richtig. Dadurch, dass Sie das hier mitgetragen haben und dass die CDU es mit beschlossen hat, ist auch völlig egal, was Frau Seibelt hier die ganze Zeit noch erzählt. Es sei denn, sie erzählt uns, ich habe es eigentlich gar nicht so gemeint, das war von Anfang an nur ein PR-Antrag und wir hatten sowieso nie vor, uns danach zu richten. Wenn das tatsächlich die Erklärung ist, ist das auch mal einmal wieder mehr Ausweis der Tatsache, dass in dieser Koalition miteinander gar nichts mehr funktioniert. Naja, ich meine, was er nicht hinkriegt, ist die Organisation der Kontrolle von Ermittlungsmethoden, von denen er im Übrigen permanent neue fordert, breitere, anlasslosere und heimlichere Ermittlungsmethoden, vergeht ja keine Woche, wo unser Justizsenator nicht neue Debatten darum führt, was den Sicherheitsbehörden noch alles gegeben werden müsste. Was er auch nicht hinkriegt, ist die Auswertung von Bundesverfassungsgerichtsurteilen, die genau solche Befugnisse einschränken sollen. Und was er drittens nicht hinbekommt, ist den Zusammenhang zwischen beiden Aspekten herzustellen und in seiner Verantwortung für Rechtsstaatlichkeit, Grundrechtssicherung und die Möglichkeit der Kontrolle durchs Parlament entsprechend zu handeln. Meine Damen und Herren, ich glaube auch kaum, dass der Antrag irgendwas bewirkt. Die Wirkung wird gleich null sein, selbst wenn er hier heute beschlossen wurde. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt und wir werden ihm deswegen natürlich heute hier zustimmen. Und ich finde, liebe SPD, ihr müsstet das auch tun, weil wenn man aufhört, einzufordern, dass Parlamentsbeschlüsse eingehalten werden, indem er einfach sagt, bringt ja sowieso nichts, dann können Sie hier alle nach Hause gehen. Vielen Dank.